Too much to hope that he wouldn't have come here. Though I can't understand why you side with Meredith now. You showed me we can stand up to her. When I realized you had risked your life lying to protect those mages. Please, champion. I have nothing but respect for you. It's Meredith we must see gone. Ah, so, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age 2, direkt nach unserem DLC, das Zeichen der Assassinen, mit Felicia Day, haben wir uns jetzt hier auf den Weg gemacht zur Quest, am besten kalt serviert. Ich dachte eigentlich, das wäre so eine Nebenquest, die man eigentlich so offline machen könnte, aber dann habe ich Kamerad gesehen und dachte mir, scheiße, schnell, drück den Aufnahmebutton. Deswegen bin ich etwas unvorbereitet hier. Ja, anscheinend haben die hier irgendwelche komischen Pläne, die Templer. Und da uns unser Bruder eigentlich scheißegal ist, stellen wir erstmal klar, dass wir Meredith nicht unterstützen. Your cause is just, but I take issue with your methods. I should have known you recognize the threat Meredith poses. I am sorry for any distress we caused you or your friends. Let the hostage go. No. The boy dies, then the champion. Stand down, Grace. Aren't you that mage lady whose ass we saved? Genau. We will not kill an innocent to achieve our ends. It gains us nothing to become Meredith. Meredith? What do I care for Meredith? I'm here for the champion. Hä? Hallo, ich hab dich doch gerettet. Wisst ihr noch, das war, er hat uns ja darum gebeten, das Problem zu lösen mit den, mit den Magiern in so einer Höhle, weil sein Vorgesetzter Druck gemacht hat. Und, hä? Komm, wir finden noch eine Lösung, oder? Whatever you want, just tell me. Decimus was right. There is no way for a mage to live by the Chantry's laws. You killed the best man I ever met, but I learned all he had to teach. Elaine, kill the hostage. I don't know, Grace. Hallo, ich habe euch gerettet. Wie bekloppt ist sie denn? Was hat sie für Drogen genommen, dass sie plötzlich jetzt den Meister, den ich für sie getötet habe, wo sie noch gesagt hat, oh ja, danke, dass er weggemacht, dass er war so beknackt, der war, ja, der war total extrem, dass sie jetzt sich seinen, seinen Regeln oder seine Ansichten jetzt halt, aber ich habe euch doch gerettet. Try to do a blood mage a favor. This isn't right, Grace. The champion tried to help us. Don't defy me, boy. Without me, you'd be nothing. If you're too squeamish, I'll do it myself. No. No one has to die here. Oh, but that's where you're wrong. Restrain yourself. Forget the hostage. Kill the champion. Also von mir aus könnte mein Bruder töten, ist mir eigentlich scheißegal. Nein, okay, so böse sind wir jetzt auch nicht. So, ihr wollt euch mit mir anlegen, ja, das haben viele versucht und sind viele daran gescheitert. Ich glaube, ich sollte euch warnen. Oh, ist schon zu spät. Oh nein, jetzt ist natürlich besessen. Das gibt's doch nicht. Macht die doch mal eben kalt, das ist ja eigentlich kein Problem, sollte es sein. Hey, hallo? Böse. Gegen Isabella heilen. Heilung, schnell, okay. Artemis. Schnell. Zack. Oh, wieso steht denn da alleine? Stehe ich gar nicht. Gute. Und zack, schnell. Sturm. Oh, nochmal hier. Feuersturm von mir aus. Können wir auch gerne machen. Kein Problem mit. Finde ich eigentlich ziemlich geil. So. Ich kapiere das nicht. Das ist irgendwie so ein ziemlich aufgezwungener, also dem Charakter, also Grace, ziemlich aufgezwungener Meinungswechsel, dass man hier so eine Quest eigentlich erzwungen hat. So kommt es mir gerade vor. Ich weiß ja nicht, was ihr dazu jetzt denkt. Ziemlich komisch aufgebaut, naja. Egal. So, der Templer wird erstmal vereist. Wow, was war das denn? Welcher Sack war das denn? Da hinten ist dieser Zauberer. Ich glaube, der braucht mal derbe dick auf den Anus. Anus. Gib ihm! Versteinern, los, schnell! Alles, was geht! Oh, Grace, der Tigerschwanz. Was hat die denn für einen geilen Zauberstab hier? Kapuze des Champion.
Hey, ja, wir haben endlich unsere dazugehörige Kapuze bekommen. Aber unsere Maske des Abtrünnigen ist ja viel geiler. Sehe ich gerade. Oh nein, unser Inventar ist voll. Oh Gott, das gibt's doch nicht. Schnell hier den Schweiß wegschmeißen, damit wir uns hier die Sachen gönnen können. Wie sieht denn das Teil aus? Moment, das will ich eben kurz angucken. Das sieht ja mal mega schwul aus. Wow, gut, dass ich hier... gut, dass ich hier... Wo ist das denn? Die Maske des Abtrünnigen habe. Sieht zwar geil aus, aber wir sehen die ja eh nicht, nur im Intro. Im Intro sage ich, im Inventar. Im Intro. Quatsch. I knew she was still alive, but I didn't know Thrask was working with her. When I saw her today, it brought everything back. Everything I saw Decimus do. I'm sorry. Grace used blood magic to hold him. There's no other way to wake him up. Na, Clara. Get out of my... What? Where am I? Ich bin überrascht. I thought you were better than this. A couple of lousy Templars and you're down. I had no reason to think they'd turn on me. Thank you, brother. It seems I am again in your debt. And Shadow. They're meeting in here, Sir Cullen. Oh, I guess you didn't get on so well with these mages as you thought. Champion, Samson never said you were involved in this. I trust you were here to stop these traitors, not join them. The Champion's a good man, sir. He tried to solve things peacefully. Yeah. Put the mage to questioning. Nein, tut ihm nichts. The boy stood up to his elders when they would have killed an innocent hostage. Hm. You mean he was one of them, save for a convenient last-minute change of heart? I'll encourage Meredith to take it easy on him. Thank you, Champion. Everyone else here is under arrest. Take them to the gallows. Is there any recommendation you would have me bring to Meredith, Champion? Ja, dass Meredith sich in den Arsch vögeln kann. Gibt Samsung eine Chance? She should consider reinstating Samson. When it came down to it, he showed where his heart is. True. Samson, you have done us a great service. Do you wish to take up the shield once more? More than anything, Knight Captain, sir. Then I'll see what I can do. Thank you, sir. Thank you. Alles klar, cool. Dann haben wir das jetzt auch hinter uns. Oder ist sie nur aktualisiert worden? Kehre mit den Neuigkeiten zu Orsino in der Tempelhalle zurück. Ach, das war unsere Hauptquest. Ach so, jetzt checke ich das erst. Ich dachte, das wäre irgend so eine Quest gewesen. Großer Denkfehler von mir. Ups, Entschuldigung. Ja, wir hatten vorher noch ein Gespräch hier oben mit diesem Typen gerade. Der war irgendwie, ist gefeuert worden von den Templern. Gefeuert. Ich glaube, das sagt man hier nicht so in dem Genre. Gefeuert. Er wurde, nicht entlassen. Er wurde degradiert oder, ja, entlassen vielleicht. Aber gefeuert. Ich weiß nicht, ob man das hier so sagt. Ja, egal. Auf jeden Fall ist er irgendwie so ein bisschen Lyrium-abhängig geworden. Und ja, ich dachte mir, komm. Tu ihm den Gefallen. Ich höre irgendwelche Sachen. Hab ich gerade irgendwelche Zombies gehört oder bilde ich mir das wieder nur ein? Ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der Stadt wieder. Bis gleich. So, hier in der Oberstadt dachte ich, machen wir jetzt die wirklich allerletzten Nebenquests. Das sind jetzt auch Nebenquests. Da hat... Moment mal. Oh, wer war das denn? Sika oder... Saro? Na, ich bin momentan nicht so... Oder schon länger her, dass ich ja hier Dragon Age 2 gespielt habe intensiv und mir die Kommentare durchgelesen habe. Einer hat auf jeden Fall geschrieben, dass ich auch auf jeden Fall die Nebenquests zeigen soll. Und ich dachte mir, komm, das machst du auch noch. Wenn dann Dragon Age 2, dann richtig. Auch wenn es ein bisschen jetzt eilig wird, denn im September kommen ja neue Projekte. Und wegen... Umzug und so weiter. In Köln könnte es zu eventuellen Upload-Schwierigkeiten kommen, weil wir da auch schlechteres Internet haben. Aber ja, das ist jetzt eigentlich scheißegal, denn wahrscheinlich ist es jetzt schon soweit und ihr wisst irgendwie über Facebook schon Bescheid. Jetzt ist es gerade erst immer noch am, jetzt immer noch der 16. Also habe ich momentan noch keine Ahnung, wie es aussieht, wenn ich diesen Part hier hochlade. Ja, Sir Madeleine Selbrech. You were courageous to speak openly against the Knight Commander.
Your words did not fall on deaf ears. Several nobles are discussing, quietly, what to do about Meredith. I cannot tarry here for risk of Templar spies. If you would make common cause with us, read this. Gib mir die Schriftrolle. I could use all the allies I can get. Secrecy is paramount. I'll communicate by messenger if the need arises. Make a look after you, Hawk, and our fragile endeavor. Mega. Okay, neue Quest, Adelsplan. Sir Marlene Selbrich hat mehrere Aufgaben zu vergeben, mit denen sie die Adligen gegen Kommandantin Meredith mobilisieren will. Nach Erledigung wird sie eine Nachricht schicken. Finde der Dunkelstadt in den geheimen Eingang zu einem von Kommandantin Meredith geheimen Nachschublagern. Schalte die von der Kommandantin Herrn verlesenen Eiferer aus, die in der Unterstadt Magier-Sympathisanten entfernen. Was? Was ein Scheiß du hast denn? Hört sich ziemlich krank an wieder mal. Und ja, ich glaube, wir hatten noch eine Quest hier vorne oder so. Bei der Dingensrose, wie heißt sie mal? Bei der Rose. Bei der roten Hose? Nein. Ach, wie heißt das Bordell dann nochmal? Nein, das Bordell ist auf der anderen Seite. Oh, ich gehe gerade total falsch. Ja, ich bin schon so durch hier von der Arbeit her. Ich muss brauche erstmal dieses Wochenende, um mich zu beruhigen, denn... Wow. Ich weiß gar nicht, wie heftig das ist, einfach in der Arbeit. Also, zu arbeiten ist ja allein schon heftig, aber, also, so 8 Stunden am Stück. Aber, dann noch Akkord, also in der Fabrik, da wird man total bekloppt. Weil, wenn man immer das Gleiche macht, und es einem so auf den Sack geht, und irgendwie habe ich hier die Quest verloren, hä? War hier keine Quest? Von my hair, oh. Ja, hol die mal. Irgendwie ist die Quest weg. Bin ich gerade total bescheuert? Moment mal, ich suche mal hier noch nach der Quest. Bis gleich. Alles klar, ich habe gerade mich im Internet mal erkundigt. Und zwar sieht es so aus, dass wir Severan hätten wiedersehen können. Severan, oh Mann, so eine Scheiße. Unser Geliebter, nein, nicht Geliebter, aber ja, geiler. Anderer Elf in Dragon Age Origins. Mega behindert, aber da wir... mit Merits Quest zuerst gemacht haben oder irgendwie bevor wir die Quest angenommen haben, die wir da, ich glaube bei der Roten Rose war das da, die ich nicht angenommen habe oder ja, erst später machen wollte oder gar nicht. Und es irgendwie, diese Quest ist beinhaltet nochmal dort in das Elfenlager zu gehen und es deswegen nicht mehr möglich ist, diese Quest zu machen, ist diese Quest einfach weg. Total behindert. Ich weiß nicht, was das für eine Scheiße soll. Ich glaube, ich sollte mal EA dick auf die Fresse geben. Tut mir leid, aber Severan, den hätte ich so gerne wieder gesehen. Ohne Scheiß. Was soll ich jetzt machen? Wenn wir den in Dragon Age 3 erstmal wiedersehen und alle ihre Spielstände importieren die Spielstände importieren, wo sie ihn in Dragon Age 2 gesehen haben, bin ich ja der Einzige, der ihn nicht gesehen hat in Dragon Age 2. In Dragon Age 2. So, mega behindert. Krank! Ich muss doch irgendwie einen meucheln. Kommt mal her, ihr Dreckigen. Ich muss doch einfach plätten jetzt. Ich bin voll sauer. Was soll denn der Quatsch? Severan! Ich liebe dich trotzdem. No homo. Okay, wir haben es auch indirekt mal mit ihm getrieben, beziehungsweise Isabella war ja auch mit dabei. Aber man kann es ja so oder so sehen, ne? Entweder war es ein Straight-Vierer mit 2 Weibern und 2 Kerlen oder so ein gemischtes Ding. Mann, wie krank, was ich für kranke Gedanken mal wieder habe. Ihr wisst doch, welche Szene ich meine bei Dragon Age Origins, oder? That's how it starts. Na, ihr müsst jetzt wirklich wissen, wovon ich rede. Zack, den da hinten noch. Auf jeden Fall, ach ja, wir sind jetzt hier wegen der Quest, die wir gerade eben bekommen haben. Das war's schon? Na, wir müssen das gesamte Lager hier, glaube ich, von Leuten säubern. Von Templern oder bösen Templern, wie auch immer. Mal schauen. Noch mehr, hallo, hallo, hallo. Oh, wow. Die machen da wieder irgendwelche komischen Zauber. Ich glaube, den werde ich jetzt mal aufhalten. Das sieht mir nicht so gut aus. Ha. Super, dass wir anders dabei haben. Dass die überhaupt hier beim Kampf teilnehmen, die Templer. Würde ihm direkt einen dicken Bonus auf Wut geben, denke ich mal. Zack. Das war's schon. Mann, sind die luschig, ey. Ohne Scheiß. Wir jetzt hier im Schlaf machen können.
Aber ja, dann freut es mich, dass ich... Nein. Ich wollte gerade sagen, es freut mich, dass wir diese Quest jetzt hier fertig haben. Aber nein. Zevran sehen wir ja nicht. Gara hält's Helm. Kann ich eh nicht gebrauchen, das ist für Krieger. Scheiße. Mann. Zevran. Ich bin so traurig. So, und die nächste Quest ist dann hier in der Unterstadt. Ah, okay. Das war ja ziemlich easy. Hui. Hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Hui. Huiuiui. So. Und die ist auch direkt hier um die Ecke. Mega geil, wie schnell das jetzt hier abläuft. Ich glaube, dann kriege ich gar keine ganze Folge hin, oder? Mal gucken. Mal gucken. Mercy, Sir. Mercy. I've done nothing ist das... wrong. Nein, ich dachte schon. You harbored a known apostate. What crime is feeding my cousin? She was whipped, half starving. It is a crime against the Maker. The sentence is... Intruders, deal with them. Was? Hallo? Was sind das für Templer, die so radikal vorgehen? Hallo? Hä? Wieso greifst du mich an? Ich bin der Champion. Oh Mann, mit mir kann man noch reden, dachte ich eigentlich. Oder denke ich, wäre wirklich der übelste Schlechter. Okay, man muss sagen, dass ich, obwohl meiner guten Haare, also jetzt von Hawk, ziemlich viele Leute gemeuchelt habe. Schon. Was? Wo? Da. Ey, unglaublich. Dass Meredith sowas zulässt, ich hätte dir das sogar beordert. Ha. Geht so hart vor, wie nur möglich gegen Verbündeten der Magier. Alles klar, Quest aktualisiert Adelsplan. Yo. Sie hat vielleicht bereits eine Nachricht geschickt. Oh, wir sollten dann nach Hause gehen, oder? Würde ich mal sagen. Okay, dann sehen wir uns in unserem Anwesen wieder. Bis gleich. Sarah Hawk. Es freut mich zu hören, dass unsere Geschäfte erfolgreich abgeschlossen wurden. Ich werde heute Nacht in der Unterstadt weitere interessierte Parteien treffen. Es ist gefährlich dort und ich habe erfahren, dass unsere Gegner möglicherweise ebenfalls auftauchen. Ups. Eure Unterstützung und euer Schutz wären überaus willkommen. Heute Nacht sind so unglaublich spezifische Zeiten. Moment, ich muss das Mikrofon noch eben... So, jetzt müsste es wieder gut sein. Ich bin da eben dran gekommen mit der Hand. Es sind so spezifische Zeiten, da kann ich auch, weiß ich auch ganz genau, wann ich kommen muss und bin auch immer pünktlich. Und meine Partnerin wird dann wahrscheinlich auch noch leben. Ich glaube, ich nehme diesmal Evelyn mit. Sebastian, nee. Ich habe eigentlich wieder Bock auf Fenris und Varric. Yo, mega. So, Nacht meinte die? Wohin nochmal? Hawk-Anwesen. Oh nein, ich muss es erst annehmen. Ach so. Ups. Mein Fehler. Ich muss auf gelesen klicken oder irgendwie sowas. Annehmen. So, auf annehmen muss ich klicken. Wir haben jetzt schon 3 Gold bekommen. Geil. Das finde ich ja schnieke. Wen? Die beiden? Ne, die 3 hier. Alles klar. Nacht. Unterstadt. Yo. Ich hoffe mal, damit endet die Quest auch, denn, wie gesagt, ich wollte die Folgen eigentlich ziemlich kompakt halten. Nein, nicht kompakt, aber von der Zeit, ne, von... Ach... Vom Inhalt her kompakt. Anhänger von sie, okay. Naja. Naja. Oh, ich könnte immer noch heulen, dass das mit Severan nicht klappt, ey. Mega behindert. Ach, hallo, ich komme an. We cannot stand idly by as Meredith oversteps herself at every turn. We shall have a Viscount again and return sanity to Kirkwall. This course is foolhardy. The Knight Commander will kill us all. Edgert, you do yourself no credit. My father and my grandfather both died defending Kirkwall from aggressors. Meredith is no different. Hawk, Lady Selbrecht, you have my sword. I warned you. Ha! Okay, jetzt müssen wir... Nur weil der eine nicht zustimmt und sagt, das wäre zu viel zu gefährlich, greifen wir uns jetzt direkt an. Hallo? Mann, diese Aufhänger für Kämpfe sind einfach manchmal so banal. Das sieht man jetzt wirklich ziemlich deutlich. Naja, deutlich ist kein Ausdruck. Das ist einfach total offensichtlich. Mehr als offensichtlich. Hey! So viel an einem Platz. Das muss ich kurz ausnutzen. Moment. Krieg doch eben was. Moment. Nein. Was macht ihr denn hier?
Oh, ich glaube, ich sollte mal Artemis aufbeschwören. Den habe ich mich gar nicht hier. Evelyn eben heilen. Beric darf sich eben einen Trank reinpfeifen. Hallo, könnt ihr euch mal verpieseln? Das geht mir voll auf den Sack. Drückt mir jetzt auf die Felle. Ich mag keine großen Menschenmengen. So, wer hat denn wenig Leben? Wer hat denn wenig Leben? Die da. Und tot. Und der da vorne. Das geht jetzt rocky zocky. Oh nein! Wenn die nicht einfach so sterben würden. Okay, Varric, dir kann ich jetzt gerade nicht mehr ganz helfen. Huch, jetzt sind sogar beide tot da vorne. Naja. Zack! Ja, mit Sicherheit auch noch. Wenn wir hier noch unsere Unterstützer. Yeah. Ha. Wer greift mich denn da vorne? Oh Gott, jetzt bin ich auch noch tot. Na toll. Not today. Not today. Wie machen wir das denn jetzt hier? Steinmauer. Ja, genau das hier. Steinmauer. Das scheint mir ganz geil zu sein. Schildschlag. Gib ihm nochmal, richtig. Yeah, baby. Der hat auch noch Arsch auf, aber ich gehe erstmal auf den Bogenschützen hier drauf. Oh, Evelyn ist so ein Bollwerk, ey. Nein, jetzt kommen noch mehr. Oh Gott. Ich gucke, ob ich das jetzt hier noch schaffe. Zwei Leuten anziehe. Schnell. Hauptsache, die ist hier noch am... Nein, das könnte knapp werden. Scheiße, wieso muss mir das immer passieren? Ich einfach nicht aufpasse und dann... Oh. So ein Quatsch, ey. Hauptsache, Theodore bleibt noch am Leben und Evelyn und die andere. Aber den Bogenschützen habe ich jetzt gleich. Moment. Templerjäger. Schnell. Gib ihm doch. Sollten auch irgendwie eine Zerstreuung? Oh ja. Schnell! Ja, geil. Das hat perfekt gepasst. Oh, nochmal Heiltrank hier einsetzen. So wird dann am wenigsten leben. Das könnte vielleicht ein bisschen dauern. Ich schneide ihn mal ganz kurz. Moment. Cement their conviction. When the time comes, you will have our aid. Take this with our blessings. Everyone, we must go before they send more attackers. Alles klar, schnell den noch hier plätten. Super, dann würde ich sagen, beende ich hier mal die Folge. Wir haben jetzt uns hoffentlich auch irgendwie für die letzte Quest ein paar Unterstützer besorgt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo es dann wahrscheinlich, ich kann es nicht versprechen, ich bin nicht mehr ganz so sicher, was jetzt noch alles kommt, wo es dann wirklich zur letzten Quest geht. Ja, ich bin der Endking, wir spielen Dragon Age 2. Wenn euch der Part gefallen hat, dann drückt doch auf Daumen hoch, das fände ich mega cool. Und ansonsten sehen wir uns dann bei Ossino wieder. Bis dann, ciao.